Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Kids Team Deutschland. Ich bin der Jürgen. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, und ich bin der Rudi. Hey Jürgen. Ja? Was ist mit deiner Gitarre passiert? Mit meiner Gitarre? Wie kommst du darauf? Na, das Ding. Ist das eingelaufen? Wie eingelaufen? Zu heiß gebadet? Nein, ich habe die nicht zu heiß gebadet. Gewaschen in der Waschmaschine? Nein, Kochwäsche wie dein T-Shirt, das dann zu klein war? Nee, Rudi, zu lange am Lagerfeuer? Nein, Rudi, das ist gar keine Gitarre. Nicht? Nee, zähl mal, wie viele Saiten die hat. 1, 2, 3, 4. Also ist es? Ein Quadrat. Ach, Rudi. Ein Rechteck. Nein, also das ist keine Gitarre, sondern eine Ukulele. Hä? Ja, das ist eine Ukulele. Das ist also nicht meine Gitarre. Das ist ein anderes Instrument. Ja, genau. Oder muss das einfach noch ein bisschen größer werden? Nee, du, die wächst nicht. Ich meine, ihr Kinder, ihr wächst sich ja noch ein bisschen nah. Aber diese Ukulele, die ist so klein. Und das soll auch so sein, dass sie so klein ist. Ehrlich? Ja, das soll so sein, dass sie so klein ist. Wieso? Naja, es gibt ganz unterschiedliche Musikinstrumente. Es gibt Gitarren, meine, die fast vielleicht doppelt so groß wie diese, ne? Es gibt Ukulelen, es gibt, guck mal, hier habe ich noch ein Instrument. Was ist denn das? Das ist eine Mundharmonika. Damit kann man auch spielen und dann gibt es Großinstrumente, eine Orgel oder ein Klavier oder so, ne? Das sind also ganz unterschiedlich und die sind für unterschiedliche Musik und haben Vor- und vielleicht auch Nachteile. Ne? Diese Ukulele zum Beispiel, die kann ich mitnehmen, auch wenn vielleicht nicht mehr viel Platz im Auto ist. Ne? Die packe ich ein und kann sie mitnehmen. Ein Klavier oder eine Orgel könnte ich nirgendwohin mitnehmen. Ne? Und die hier, die passt sogar in meine Hosentasche. Und da ist sie dann gut aufgehoben. Dann kann man die mitnehmen zum Wandern oder sonst was. Ne? Und es gibt also ganz, ganz unterschiedliche Musikinstrumente und trotzdem machen die alle Musik. Auch verschiedene Musik, kommt immer drauf an, wer dann drauf spielt und was der kann und was der gerne für Musik spielt. Ne? Aber so eine Ukulele zum Beispiel, die hat halt einen Sinn. Die ist nicht einfach so da und dann hat man überlegt, was kann ich jetzt damit machen, sondern hat man vorüberlegt, hey, ich möchte Musik machen, womit mache ich das? Und dann ist halt so eine Ukulele gemacht worden. Die sieht cool aus. Ja, die klingt auch ganz schön gut. Ne? Und weißt du, bei uns Menschen, da ist es eigentlich ähnlich. Wie? Ja, wir sind auch gemacht worden. Da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, ne? Dass der David gestaunt hat darüber. Gott, du hast mich wunderbar, du hast mich ausgezeichnet oder staunenswert erschaffen. Das hast du wirklich gut gemacht. Und die Menschen sind aber auch nicht einfach nur so da, damit sie da sind. Genauso wie ein Musikinstrument dafür da ist, dass man Musik macht, sind auch Menschen dafür da, dass sie, ja, sie haben einen bestimmten Zweck, einen bestimmten Sinn. Was denn? Ja, viele Menschen fragen sich, wofür bin ich eigentlich da? Was für ein Zweck ist, hat das? Manche sind unsicher oder denken, ach, bin ich nicht überflüssig und warum gibt es mich überhaupt? Vielleicht hast du dir das auch schon gedacht, hey, warum bin ich überhaupt da? Wäre es nicht genauso gut, mich gäbe es gar nicht? Und da gibt es eine ganz tolle Botschaft. Dass Gott uns Menschen geschaffen hat, weil er einen Plan mit uns hat. Und weil er was Gutes mit uns vorhat. Im Epheserbrief steht davon, als Gott sich so ausgedacht hat, wie das mit den Menschen wird, na, da hat er eigentlich schon was bestimmt. Und da steht hier, aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Gott hat uns Menschen geschaffen, dich geschaffen, mich geschaffen. Er hat das wunderbar und ja, staunenswert gemacht. Wofür? Damit du und ich, damit wir Gottes Kinder sind. Damit wir seine Kinder werden. Und dafür hat Gott ganz viel getan, dass wir seine Kinder werden können. Wir hatten vor kurzem darüber gehört, na, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Dass es ja, Vergebung gibt, dass es ewiges Leben gibt. Eben dafür, dass wir Gottes Kinder werden können. Und es ist das, ich glaube, das Größte und das Beste und das Schönste, was ein Mensch werden kann. Ein Kind Gottes. Und dann so mit ihm zusammenzuleben, mit Gott zusammenzuleben, wie so eine perfekte Familie. Ich weiß, viele Familien sind nicht perfekt, eigentlich keine. Ne?
aber das so mit Gott und dir, das soll so sein wie so eine perfekte Familie, dass du und ich, dass wir auf Gott hören, dass wir ja, in der Bibel lesen und da sehen, was Gott uns zu sagen hat. Und dann, dass Gott auf uns hört, weil er auch wissen möchte, was wir ihm sagen wollen. Das nennen wir Beten. Wir können und wir sollen ihm vertrauen, wenn es uns gut geht, aber auch wenn es uns nicht gut geht. Gott möchte, dass wir ihn loben, wie der David das hier getan hat, na, Gott gelobt hat. Na, so möchte Gott auch, dass wir ihn loben, dass wir ihm einfach Danke sagen dafür, dass er ist, dafür, dass er uns lieb hat, dafür, dass wir geschaffen wurden und für so viel Gutes, was er uns gibt, an dem wir uns freuen können. Und ich glaube, dass das uns Menschen wirklich glücklich macht. Mit Gott zu leben, als Gottes Kind zu leben. Und ich glaube, wer so lebt als Gottes Kind, der fragt sich nicht mehr, wofür bin ich überhaupt da? Warum gibt es mich überhaupt? Sondern der weiß, hey, mich gibt es, um mit Gott zusammen zu sein, um als sein Kind zu leben, um Gott zu ehren, auch vor anderen Menschen Gott zu ehren, um ihm zu danken, ihn zu lieben und einfach glücklich darüber zu sein, dass Gott mich liebt. Und in der Bibel steht, dass wir durch Jesus Kind Gottes werden können. Wer Jesus hat, der kann ein Kind Gottes sein. Und dafür bin ich froh und dankbar, dass es Jesus gibt und wir durch ihn Gottes Kinder werden können. Die Menschen, die Jesus aufnahmen, das steht in der Bibel, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die Ukulele hier, die hat einen Sinn für Musik. Ja, die ist gemacht, damit man Musik machen kann. Und du bist gemacht dafür, dass du Gottes Kind wirst. Und mit dem, was Gott für dich vorhat, kannst du ein wirklich glücklicher Mensch werden. Ich wünsche dir alles Gute, wünsche dir dieses Glück, das du erlebst, wenn du Gottes Kind wirst. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, mach's gut. Tschüss, mach's gut, bis demnächst, tschüsschen.